Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier auf der Marsch mit dabei, Cluster Edel her. Hallo. Ja, Mais Erde geht weiter. Und Conrad hat übernommen. Mal schauen, wie wir jetzt hinkommen mit den Wänden. Aber ich nehme mal so Kauf, dass das klappen sollte. Ich wollte mal kurz was gucken. In der Aufnahme. Ist jetzt weiter, heute ist Sonntag, ein schöner Sonntag. Genau, schönen Sonntag. Ich habe dran gedacht. Ja, schön. Ja. Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich überhaupt aufnehme. Oh, ja gut. Ich habe dafür so einen Ordner immer offen nebenbei und dann sehe ich genau, aha, läuft. Ich will dann 7 Folgen machen und dann nachher. Oh! Shit. Ja. Ist mal so. Kommt vor. Ja, das klappt eigentlich mit dem Fahren. Ja, wie gesagt, mit 3 Vorgewände kommt er besser klar. Man muss dann dauernd nicht wenden. So, ich schalte mal durch. Ich glaube, Ballenpressen ist fertig. Alles schon im anderen. Achso, hat da reingefahren. Ja, das, was vor dem Silo lag, hat schon ein bisschen weggeräumt. Ja. Wo ich gerade Zeit hatte, morgens. Jo. Bunker ist noch voll. Ich denke mal, wir werden auch hier locker noch ein drittes voll kriegen können, vielleicht. Mal sehen. Ich glaube eher nur 2. Das andere Feld ist aber gerade mal knapp zur Hälfte. Ja, vielleicht könnte ich da noch reinpassen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen. Wenn ich mitgequetscht. Das ist mehr wie Gras, also von der Menge her. Nächstes voll. So, mal sammeln. Wir haben so viel Arbeit noch. Vor dem Umzug. Naja, wenn es zu weit ist, kommt kein Umzug. Na, mal schauen. Soweit ich weiß, muss er erst in Freigabe eines Mods warten, dass er mal. Wird ja auf Modhub veröffentlicht. Und er kann zuerst die Version freigeben oder veröffentlichen, wenn das entsprechend jeder auch runterladen kann. Fragt man nicht, welchen Mod das ist, aber ist irgend so eine Produktion, glaube ich. So Rewrap, irgendwie sowas. Genau, sowas in der Richtung. Das macht ja keinen Sinn, wenn man sowas veröffentlicht und man hat den anderen noch gar nicht. Er hat den zwar schon bekommen vom Modder, weil er auch programmiert werden musste, aber wie gesagt, er kann es erst freischalten, wenn das. Die Kurve war zu schnell. Oh. Unfall. Bin wieder aufgestanden. Warte. Bin wieder auferstanden. Weiß auch schon, warum damals hier Helmut Kohl dagegen war, dass Strauß nach Jerusalem beerdigt werden sollte. Da war schon mal einer auferstanden. Mhm. Das waren noch Erzfeinde in der Partei. Ah ja. Aber die eine anderen nicht gegönnt. So. Heißt ja so, die größten Feinde sind nicht außerhalb, sondern innerhalb der Partei. Ja. Konkurrenzkampf. Postengeschacher, wer hat am meisten Macht? Ja. Je höher du bist, umso mehr kannst du Bestechungsgelder bekommen.
wäre schon als Politiker ehrlich. Ja. Das ist einer mit den schlechtesten Ruf, den die haben. Als Berufsgruppe. Meine Bank hat auch die Tarife erhöht. Oh, nee. Ja, doch. Wollen alle mehr Geld haben. Bin ja oh. gespannt, wann wir im Herbst wie viel Prozente wieder kriegen. Das ist der Teufelskreis mit der Inflation. Du kommst ja nicht hinterher. Ja. Die Preise werden noch richtig steigen, schätze ich mal, erst im Herbst, wenn die neue Ernte kommt. Weil die alle mehr verdienen und dann entsprechend die Preise steigen werden. Dünger soll auch teuer sein und die für Gerste und für Getreide, also alles Prinzip, was teuer ist. Ja. Kommen schon den Preis hin, was aktuell für 1000 Euro, glaube ich, für Raps, glaube ich, aktuell. Das sind Rekordpreise, das Doppelte als sonst. Sei dem Bauern nicht gönnt, aber ihn müssen am Ende bezahlen, ne? Ja. Wie ist ja an der Milch und Butter. Weil ich kaufe Milch immer, wenn Angebot ist. Für 85 Cent. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Aber irgendwann ist es soweit, wenn eine Überproduktion ist, dann ist es meistens irgendwann wieder, geht es im Preis wieder runter. Aber die Produktionskosten bleiben trotzdem hoch. Dann gehen wieder einige Bauern pleite. Ja. Ja. Ach, schon Gold und Silber gekauft? Nee. Sachwerte ist ja wichtig. Sachwerte. Mhm. Jetzt ist der größte Landbesitzer in den USA. Er hat sein Geld in Land investiert. Der will aber kein Bauer sein, der will hinterher wieder verkaufen, wenn die Währungsreform kommt. Neues Geld bekommen. Will mir keiner glauben. Dann heißt es plötzlich, wir haben ab morgen neue Währung. Ja. Dann wird sich die Nullen da hinten ein bisschen reduzieren. Heißt dann digitaler Euro. Tja. Nur noch in Digitalform. Kein Bargeld mehr. So totale Kontrolle mit dem Geld. Mein Motto, wenn du nicht brav bist, dann kannst du auch nicht bezahlen. Dann sind deine Finanzflüsse gesperrt. An bestimmten Stellen. Zum Beispiel, wenn du einen Flug machen möchtest, Urlaub oder so, und du warst nicht brav, dann darfst du nicht fliegen. No. So wie in China. Da ist es schon so. Einfach 17 Uhr. Ja. Schon dunkel im Spiel. Ja. Wird schummrig. Oh, kommt bald der Regen. Aber das kann doch nicht stören. Die Rüben macht halt nichts. Ja,
Ja, für die Rüben müsst ihr eigentlich einen Zuckerfabrik haben, ne? Eigentlich, ja. Na, mal schauen. Da kommt noch ein bisschen Geld. Manchmal geschehen Wunder. Lotto gewinnen oder wie? Ja, sowas in der Art. Lotto. Die muss man nur spielen, ne? Oh, Leitplanke. Die Leitplanke hat mich gerettet, gebremst. Ja, dann. Hat sehr viel Zeit. 10 Minuten. Ja. Gut im Rennen. Vielleicht gehen die Ballen verschwunden hier. Um 17 Uhr. Gülle 140.000, aber ein bisschen Geld kommen wir ja, bekommen wir. Hast du die breitere Walze gekauft, ne? Gemietet. Achso. Prozente haben wir keine gemacht, glaube ich nicht. Nö. Geht zwar jetzt rein in Farm hinter das Zeug, aber. Naja, was soll's. Abbrechen und trotzdem kassieren, mal sehen, ob klappt. Wie gesagt, die Summe, die wir zahlen müssen, ne, gut schreiben. Ja. Oh, sieht doch schon gut voll, also gut gefüllt. Wenn es abbrechen würde, würden die Ballen verschwinden, ne? Ich glaube ja. Dann machen wir immer so Geld. Blockiert. Hat er sich selber einen Ball hingelegt, der Bursche. Alles gut. Blockiert. 20%. Gibt Düngemissionen. Warte mal. Da haben wir keine Fahrzeuge frei. Na, später näher. Doch, wir haben den kleinen MS frei. Doch, der ist frei, ja. Oh, der andere ist auch fertig. Gewalz wäre alles. Das ist auch eine kleine Stelle. Er hat hier eine Silobahn gebaut. Wer? Alles gut. Funktioniert wieder alles. Nacharbeiten. Das ist zu viel.
Ertragsbonus 52%. Achso, gedüngt. Achso, okay. Ich sehe gerade, ist ja nicht gedüngt. Ja. Würde Personal fragen, wollen wir entsprechend eine eh nach Düngen her. Das ist ja nicht gedüngt. Ja, wir haben noch zwei Felder, drei eigentlich normalerweise, ne? Mit Rüben. Zwei Maisfelder dauert noch ein bisschen. So. Das kann aber dauern. Im Winter könnten wir Kies verkaufen, ne? Ja. Das wäre gar nicht so schlecht. Nach dem Kartenneustart ist wieder da. Wow. Dann müssen wir vorher verkaufen. Im Winter, denke ich mal. Im Winter. Im Winter. Dafür können wir ja nichts, wenn das so gemacht wird, ne? Ja. Unschuldig. Ein Hase, ich weiß von nichts, hat er mir gesagt, der Hase. Oder Schulz. Ich höre nichts, ich sehe nichts und ich will nichts wissen. So, Zuschauer, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wir sagen mal schon danke, dass ihr reinschauen. Mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Montag zur neuen Woche. Hier auf dem Arsch. Tschüss. Ciao, ciao.